Beim Quad und ATV Weekend im Harz 2016 haben sich vom 26. bis 29. Mai einmal wieder rund 800 Fahrzeuge eingefunden. Deutschlands größtes Quad-Treffen verwandelte die Westernstadt Pullman City in ein Quad-Spektakel mit Ausfahrten, Parcours und Wettbewerben. Die Händlermeile war allerdings kleiner als gewohnt. Wie in der Pullman City gewohnt, stand neben einer Schlammgrube und einem Trial-Parcours auch die Wahl der schönsten Quads auf dem Programm. Für die sportliche Note sorgte ein Quad-Pulling-Wettbewerb mit Bremswagen und am Samstag war eine große Ausfahrt angesagt, die über kleine, kurvige Straßen durch den Harz führte. Die Händlermeile kann mittlerweile nicht mehr mit dem Aufgebot der vergangenen Jahre aufwarten.
Längst haben sich die Hersteller und Importeure vom Spektakel des großen Quad-Treffens zurückgezogen und konzentrieren sich auf die zeitgleich stattfindende Abenteuer- und Allrad in Bad Kissingen. Demzufolge gab es im Harz auch keine Probefahrten aktueller Fahrzeuge mehr. Immerhin, im Rahmen einer Tombola wurde ein Fahrzeug verlost und von Schlägereien und gröberen Verletzungen blieben die Besucher des Quad- und ATV-Weekends im Harz 2016 verschont.